jetzt nur noch 3 Wochen bis zum Wettkampf, bis zum ersten Wettkampf in Rumänien. Diese Woche war etwas tricky gewesen. Wir haben probiert, quasi eine Probe-Pick-Week gestartet, wo wir 4 Tage entladen haben. Wir haben aufgewässert, mit dem Salz ein bisschen manipuliert. Gestern war der letzte Entladetag, also bin heute eigentlich komplett down. Heute muss ich noch mein letztes Training abschließen. Brust ist an der Reihe. Eine Woche vorher, so wie ich gehört habe, haben wir zum letzten Mal Beine gemacht. Also heute geht es eigentlich mit den Carbs hoch, aber heute war auch ein anstrengender Tag. Wir haben den ganzen Tag geshootet, so dass ich wahrscheinlich nur 20% davon meine Kalorien erst reinbekomme. Also es muss jetzt gleich nachgeholt werden. Aber dafür müssen wir richtig nochmal Gas geben, den Glykogen, noch den restlichen Glykogen rausdrücken, damit es schön wieder in die Muskeln reinkommt und aufgepumpt wird. In 2 Tagen von dem Tag heute ist quasi der Probewettkampf, worauf wir uns quasi die ganze Mühe gemacht haben, uns vorbereitet haben. Wir machen das Ganze als Probedurchlauf, um zu gucken, wie mein Körper auf gewisse Manipulationen reagiert. Eine Woche brauche ich quasi danach als Rebound, wo man wieder das Wasser ein bisschen vermehrt zurückbekommt, zurückzieht unter die Haut. Und dann habe ich wieder 2 Wochen, um wieder dasselbe zu machen. Ja, und dann haben wir eigentlich schon den ersten Wettkampf. Darauf freue ich mich und auch wie ich mich darauf freue, euch gleich ins Training mitzunehmen, weil ich meine Brust, sind 6 Übungen an der Reihe, 21 Sätze, circa 15 bis 20 Wiederholungen, kurze Pausen, bam, 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 gib ihm das Gewicht, ist dementsprechend wirklich Arbeitsgewicht, ist runtergegangen. Natürlich zentrales Nervensystem schon komplett überlastet, kein Glykogen in den Muskeln, aber es muss vorangehen. Die erste Übung wird so ein Mixsatz sein. Das sind 5 normale Wiederholungen. In 4 Sekunden unten auf Spannung halten. Wieder 5 Wiederholungen, 4 Sekunden halten. Und dann die restlichen 5 Wiederholungen. Euch nicht wundert, warum ich in der Pause immer am Handy hocke. Hier führe ich einfach mein Trainingsbuch, schreibe immer das Gewicht und kann es halt in Wiederholung, damit ich einfach einen Überblick habe. So dokumentiere ich meinen Trainingsfortschritt. Die 2. Übung machen wir Butterfly, 15 Wiederholungen, immer mit 1-2 Sekunden Pause im Stretch und dann wieder schön sauber nach vorne. In der Phase geht es gar nicht darum, stärker zu werden, Progression im Training zu erreichen, sondern Muskeln zu erhalten und vor allem sich gesund zu erhalten, also nichts reißen, nichts kaputt machen. Oh. Hantelscheibe liegend von der Brust drücken. Ich nehme 20 oder 25 maximal, so viel es geht. Konzentrieren, maximale Konzentration auf die Ausführung, Schulterblätter zusammen, also nicht nach vorne rausdrücken. Schulter, wie gesagt, Schulterblätter zusammen, Brust raus und schön maximal rausstrecken. Das scheppert, das glaube ich euch. Auch bei mir, wo komplett kein Glykogen in Muskeln ist, man merkt es trotzdem, es haut euch um. Es
20er Shepherd besser, weil die von Durchmesser kleiner ist. Man kann ja ein bisschen tiefer runtergehen, also mehr Stretch. Also bleiben wir beim 20er machen, ein bisschen wiederholen. So, als nächste Übung machen wir Liegestützen, also Crystal Push-Up, damit wir auch ein bisschen Trizeps treffen. 20 Wiederholungen ist eine Vorgabe. Man kann das mit Knie aufgesetzt machen, man kann es halt im Freien. Ich schaffe keine 20 jetzt im Freien. Zumal meine Trizepssehne ein bisschen entzündet ist. Ich mache so viel es geht, quasi frei. Und dann, wenn ich nicht mehr kann, die restlichen, je nachdem, 2, 3, 4, 5, vielleicht auch 6 im letzten Satz. Die Wiederholung mache ich dann halt aufgesetzt, ne, also auf den Knie. Probiert das. Ich mag diese Übung ganz gut. Die nächste Übung ist Cable Cross von unten nach oben. 3 Sätze, 15 Wiederholungen. Look, okay, she sent a pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on a fitness app. This is cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie, told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop it, they ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. Heben. Untergriff nach oben, kurz zu lang. Und diese Übung habe ich für mich erst vor kurzem entdeckt. Ich muss sagen, ich fühle das komischerweise sehr, sehr gut dafür, dass es neue Bewegung ist. Ich habe es gelernt zu lieben. Ja, letzte Übung, 5 Sätze, 5 Wiederholungen, 4 Sekunden oben halten, 5 Wiederholungen, 4 Sekunden halten. Also hier braucht ihr wirklich auch nicht viel Gewicht, gerade weil er halten muss. Und das 5-mal, das Shepherd. Also letztes Mal habe ich 30 geschafft, ich probiere mal mit 30. Ich verspreche euch nicht, dass es aber diesmal klappt. Oh. Ich glaube, ich nehme diesmal ein bisschen weniger, 5 weniger. Also 25. Weil die Phase oben müsste besser sein. Somit ist mein Trainingstag heute zu Ende. Mein 3 Weeks Out Brusttraining. Und das letzte Oberkörpertraining oder Training in diese fiktiven Peak Week für einen Wettkampf, was fiktiv am 24. Oktober stattfinden soll. Morgen, übermorgen steht eine Posing an, ein bisschen Cardio. Laden und am Dienstag sollte eigentlich quasi der Wettkampf stattfinden. Also es sind 2 oder 3 Tage trainingsfrei, die jetzt vor mir stehen, na, außer wenn man jetzt natürlich Cardio und Posing nicht als Training dazu zählt. Für mich ist es eine Routine, ich mache das jeden Tag, auch in trainingsfreien Tagen. Also für mich ist es ein trainingsfreier Tag. Wird ganz schön gut tun. Weil, wie gesagt, die letzten paar Wochen waren schon sehr energiezehrend. Ich freue mich, ein bisschen mehr essen zu können. Danach wird wahrscheinlich eine Rebound-Woche stattfinden, wo ich ein bisschen Wasser ziehen werde. Der Fokus liegt dann darauf,
wieder diese überschüssige Wasser loszuwerden. Und dann haben wir eigentlich schon zwei Wochen vor dem Wettkampf, da fängt eine richtige Vorbereitung zu Peak Week. Also wir machen keinen Peak Week, wir machen eigentlich 10 Tage, wir fangen schon 10 Tage davor damit an. Und wie gesagt, es dauert nicht mehr lange. Mein erster Wettkampf für dieses Jahr oder für diese Saison wird endlich stattfinden. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und passt auf euch auf. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao.